Ho, 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 meine geilen Nougat-schnittigen Freunde. Es ist der vierte Advent. Ja, das bedeutet, es ist der 23. Dezember. Und morgen gibt es endlich Geschenke für jeden von uns, von der Familie. Wir treffen endlich, oder ich treffe vor allem endlich wieder meine Familie wieder. Ja, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen jetzt, muss man schon so sagen. Und da ich jetzt ja hier in Gießen studiere, freue ich mich natürlich immer wieder, meine Familie wiederzusehen, denn das ist ja schon ein ganzes Stück weg. Ich komme ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen an der holländischen Grenze und Gießen ist in der Mitte von Hessen und ja, da sieht man sich halt leider nicht mehr so häufig, aber an Weihnachten, ja, an Heiligabend oder sei es der erste Weihnachtstag oder der zweite Weihnachtstag, da sieht man seine Familie wieder. Ich bin ja auch in der Großfamilie, kann man ja schon fast sagen. Ich habe drei ältere Brüder, die wiederum schon teilweise Kinder haben und mit ihren Ehefrauen und Freundinnen und so weiter zusammen sind. Und dann noch meine Eltern und ach Gott, ey, und alles geht hier volle Kanne ab. Also wenn wir, also meine Familie, quasi irgendwie beim Weihnachtsessen sind, dann geht das echt fast genauso schlimm drüber, wie als wenn wir geil 6 Pietz mit die Jungs einen auf den Putz hauen. Also das ist schon eine geile Sache und krasse Scheiße. Ja, vierter Advent. Ich muss euch erstmal natürlich einen frohen Advent wünschen, fällt mir mal gerade so ein. Ja, ich habe mir extra hier meine geile, unfassbar hübsche Weihnachtskappe aufgesetzt. Da hält leider nicht mehr so ganz der Bommel, sehe ich da oben irgendwie. Ja, der ist leider schon, der macht es nicht mehr lange mit, ja, aber noch hängt der irgendwo ganz da oben rum und wird euch hoffentlich immer noch weiter belustigen, ne? Ja, was ist der vierte Advent? Der vierte Advent bedeutet, morgen gibt's auch nochmal Geschenke vom lieben Peter. Ja, der hat sich auch was Tolles einfallen lassen. Aber was ich hab mir einfallen lassen, ist ein Pete Smitty Poster. Yeah! Ist das nicht geil? 60 mal 80 cm ist das Ding groß. Mit unserem geilen Pete Smith Logo, ja. Das wird hier nochmal irgendwo gleich eingeblendet. Unten oben, links, rechts, über mir. Wo auch immer, ja. Ihr werdet es dann sehen. Ich werde das dann einfach schön gleich nachbearbeiten. Und leider ist es noch nicht angekommen, das Paket, beziehungsweise das Poster. Das haben wir uns extra anfertigen lassen. Und das soll, zumindest war es der Plan, an der Weihnachtsfeier, als wir uns getroffen haben, schön unterschrieben werden von jedem von uns, damit ihr das richtig geil an die Wand hängt. Ich meine, 60 mal 80 cm, das ist schon ein ganzes Stück, ja, wenn man sich das mal so überlegt. Das hätte ich euch jetzt gerne mal so ausgebreitet, aber das liegt, mittlerweile müsste es eigentlich beim Bram zu Hause liegen, ja. Und das wird dann schön unterschrieben, wenn ihr das natürlich wollt, ne. Also ich gehe mal einfach davon aus, weil wer will nicht das unterschrieben haben, wenn es schon angeboten wird. Das ist natürlich eine geile Sache. Und ja, es wird dann unterschrieben. Dann müssen wir das natürlich erst nochmal rumschicken, weil wir sehen ja Hardy auch jetzt nicht so schnell wieder. Und ich muss das ja auch unterschreiben. Also ich würde mich daran natürlich drum kümmern. Aber wie gesagt, ihr werdet es auf jeden Fall dann unterschrieben bekommen, wenn ihr das denn wollt. Und was haben wir noch? Ja, natürlich, was haben wir noch? Wir haben noch, oder ich habe noch übrig, 4 Dota Keys, Dota 2 Keys, ja. Wenn ihr gerne die wollt, schreibt noch in die Kommentare euer Steam-Account zusätzlich darunter und weswegen ihr überhaupt das Poster gewinnen wollt oder könnt. Schreibt mal einfach drunter, was ihr jetzt so am letzten Tag vor Weihnachten noch macht. Also seid ihr schon so aufgeregt oder müsst ihr noch Geschenke holen oder ich weiß es nicht. Ja, ich muss jetzt noch nach Hause fahren. Ich drehe das Video hier noch schnell und dann muss ich abdüsen, ja. Und ja, schreibt einfach mal, was ihr so noch am letzten Tag macht vor Weihnachten. Das würde mich mal echt interessieren. Und ich würde dann halt einfach per Zufall dann Leute raussuchen, die dann einen Steam-Account angegeben haben, den ich dann die Dota 2 Keys hinzufügen kann. Natürlich seid ihr auch bei dem Poster dabei, ja. Und wie immer verlosen wir auch die T-Shirts. Und ja, das könnt ihr natürlich auch unterschrieben haben, wenn ihr das wollt. Ja, was haben wir noch? Ich glaube, das war's, oder?
Ich meine, was soll ich mich hier groß aufhalten? Ja, morgen ist endlich Weihnachten. Wir haben zum Glück den Weltuntergang überstanden, ja. Da bin ich ja auch sehr froh drüber. Gut, dass wir noch alle leben und nicht schon in einer postapokalyptischen Weihnachtswelt mit Geschenken, die vom Himmel regnen, leben. Das wäre ja auch grausam. Ich erzähle totalen Bullshit. Keine Ahnung. Ich werde jetzt dann noch weiter Silent Hill 2 hochladen und dann in eine kleine Winterpause gehen und dann nach dem Neujahr wieder mit einem geilen Let's Play starten. Ja, ich habe mir schon den Titel überlegt, das bleibt allerdings noch ein wenig geheim. Aber es wird auf jeden Fall in 1080p endlich laufen, denn ich habe jetzt ja einen neuen Rechner. Die Daten von dem Rechner habe ich ja bereits bei Facebook gepostet. Und ja, das heißt 1080p Videos und da habe ich mir natürlich, ja, so als kleinen Tipp schon ein grafisches Wunderwerk geholt, ja. Das wird Let's Played und ich bin gespannt, wie ihr das findet. Und ja, ihr geilen Nougatschnitten, ich wünsche euch noch einen schönen vierten Advent und wir sprechen uns dann nach Weihnachten wieder. Haut rein, Leute. Ciao.